habe hier ein schönes Schwarz, das habe ich ein bisschen verdünnt. Du kannst es hier ganz gut sehen. Und ja, damit wollen wir heute starten. Guten Morgen, ich bin hier schon mittendrin. Mir gehen ganz viele Sachen durch den Kopf und ich möchte gerne mit Schwarz anfangen. Deswegen starten wir hier mal nass, machen die Leinwand erstmal nur mit Wasser nass. Und ja, damit kann die nachher ein bisschen besser fließen, die Farbe. Auch zum Reinkommen. Ich war unterwegs, habe eine tolle Radtour gemacht durch die Berge. Und da hatte ich so ein ganz tolles Erlebnis, so eine schöne Ecke gefunden. Na, waren viele schöne Ecken, aber die ist mir jetzt noch so sehr im Kopf hängen geblieben. Und ja, so bringe ich heute mein Thema mit in die abstrakte Malerei und werde das mal gucken, ja, wie auch immer umsetzen. Also es inspiriert mich auf jeden Fall und das habe ich jetzt noch so im Kopf und ja, werde es jetzt einfach verschwimmen lassen, hoffentlich in Farbe tauchen sozusagen. Ich überlege gerade, ob wir die Hand wieder nehmen zum Malen. Aber nee, die Form ist einfach toll. Also das genieße ich jetzt auch tatsächlich den Moment, sich das anzuschauen. Ist fast zu schade, das zu verteilen. Also lass dir ruhig Zeit. Und ja, nehme ich halt nur einen Finger. Die Hand wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen heftig. Auch das ist natürlich toll und macht Spaß. Kannst ja auch einfach einen Handschuh anziehen, wenn du da Lust zu hast. Ich hatte eigentlich überlegt, die Nagelbürste zu verwenden, aber ich nehme jetzt doch lieber einen Spachtel. Einfach mal rumschmieren, gar nichts Besonderes zu tun. Einfach den Moment genießen, das gehört halt auch dazu. Ja, ich habe hier ein bisschen viel Farbe drauf, das kippe ich einfach wieder zurück. Mir hängt das sehr im Kopf. Also ich freue mich darauf, das jetzt hier nochmal loszuwerden auch. Auch dieses schöne Erlebnis einfach nochmal auf die Fläche zu bringen und gucken mal, ob ich hier Formen finde, die ich auch wiederverwenden kann. Jetzt machen wir mal mit Blau weiter. Blauer Himmel. Ich hatte total schönen blauen Himmel. Und ja, viele Bäume, viel Grün habe ich gesehen und es war so toll. Jetzt nehme ich ein Rot dazu. Das sind die neuen Griffe von meinem Lenker. Ja, krickel einfach rum, mach dir keinen Kopf. Nimm sonst eine Folie, wenn du mit dem Pinsel zu gegenständig wirst. Hatte ich ja gelesen in den Kommentaren. Mit dem Spachtel ja, ziehe ich es einfach noch mal ein bisschen glatt und du siehst, du musst nicht viel überlegen, mach einfach. Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, jetzt nehme ich mal die Nagelbürste. Irgendwie war mir heute auf jeden Fall danach. Also die wird heute zum Einsatz kommen. Eine Prise Blau. Eine Prise Grün. Ja, dann gucken wir mal, wie es jetzt sich vermischt. Aber die Farbe trocknet relativ schnell heute. Aber ich gehe erstmal ein bisschen vorsichtiger rüber. Ich will gar nicht, dass es sich so sehr miteinander vermischt. Also gucke ich mal, taste mich hier so langsam durch den grünen Wald. Wir können auch nochmal das Tuch von letzter Woche nehmen.
Da haben wir ja tolle Effekte mit erzielt. Und ja, ich habe auch viele Videos dazu schon im Kanal, also wie du mit dem Tuch arbeiten kannst. Muss ich gerade an das Meerbild denken. Da habe ich ja nur das Meer so gemalt. Das hat auch Spaß gemacht. Das Video ist im Kanal. Wenn ich dran denke, stelle ich dir das mal als Link unter das Video. Ja, hier könnt ihr jetzt so eine schöne abstrakte Form hin, mit dem Pinsel gemalt. Könnte man machen. Ja, ich glaube, jetzt könnte ich noch mal so ein Tor dahin malen oder einfach einen Stein. Ich bin über so viele Steine gefahren, Felsen und ja, oder die Tore, ich weiß noch nicht. Ist auch egal, es muss ja auch gar nicht. Ich lasse einfach mal meine Hand leiten, sozusagen. Die Pünktchen sind auch ganz schön hier. Jetzt kann ich hier noch mal eine Form reinbringen. Wo ist mein Werkzeug? Ja, ich finde, die passen heute. Heute kann ich damit mal was anfangen. Ich habe das ja schon oft angedeutet, dann doch wieder weggenommen. Ja, mit der Kreide kann man noch mal was dazu nehmen. Ich überlege gerade noch ganz weiße Flächen nachzuziehen, Pünktchen nachzuziehen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Das kann jetzt auch erstmal richtig trocknen und dann schaue ich mal. Ich freue mich, es hat total viel Spaß gemacht. Es ging auch sehr einfach. Du siehst einfach auch, du musst nicht sauber arbeiten. Lass die Striche und Linien von der Nagelbürste, die das Werkzeug so mit sich bringt, einfach stehen, verteil die Farbe, klatsch wieder eine neue Farbe darauf, auch mit dem Lappen oder mit der Folie, zieh ein paar Linien wieder rein und hab einfach Spaß dabei. Das geht einfach und es geht in der abstrakten Malerei ja nicht darum, jetzt hier irgendwelche tollen Formen darzustellen, sondern deine Emotionen auch zuzulassen. Und ja, mir hat es Freude gebracht. Ich bin heute wieder durch den Wald gefahren. Also schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag.
Ja, heute hast du gesehen, wie ich mein Thema umsetze und ja, wie du eben auch, wenn du aus der gegenständlichen Malerei kommst, einen guten Weg findest, ins Abstrakte zu gehen, also gar nicht so gegenständlich zu bleiben. Du kannst gerne mit einer Skizze anfangen, um deine Idee auch einfach mal loszuwerden. Manchmal hat man die so ein bisschen konkreter ja auch im Kopf als Form oder als Erlebnis und da kannst du eben auch skizzieren und ja, dann guckst du einfach, wie du weitergehst und über diese Geschichte, die dich dabei unterstützt, habe ich dir eben was ins Buch geschrieben und da kannst du einfach noch mal reinschauen. Und ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich, dass ihr auch auf meinem Blog schaut und euch da die Tipps und Anregungen zuholt. Ja, es macht mir total viel Spaß und schön, dass ihr alle hier so wertschätzend und freundlich miteinander umgeht. Und das weiß ich natürlich auch über den Chat und über eure lieben Kommentare, die ihr hier lasst. Also herzlichen Dank dafür. Tschüss! Thank you.